restless breed. Lots of action is what I need. No more room than a tumbleweed. Restless breed. I live my life by an unknown creed. Got nobody to mind or need. Seit dem Ende des Bürgerkrieges hat sich die Newton-Bande, diese organisierte Horde kaltblütiger Mörder, auf den Waffenschmuggel verlegt. Und zwar sind alle Waffen, die die mexikanische Grenze passieren, für Kaiser Maximilian bestimmt. Unsere Regierung ist bestrebt, General Juarez in seinem Kampf gegen Maximilian zu helfen, um die Freie Republik von Mexiko ins Leben zu rufen. Dieses ist der Bezirk, in dem ihr Vater im geheimen Auftrag tätig war, Mitch. Er wurde in Mission ermordet, unmittelbar vor der Grenze. In Mission also. Dort befindet sich auch das Hauptquartier der Newton-Bande. Tja, das Departement hat Ihr Gesuch bewilligt. Waffe sowie Abzeichen Ihres Vaters stehen Ihnen zur Verfügung. Wusste man in Mission, wer mein Vater war? Das weiß nur einer. Ein nicht geweihter Priester, eine Art Laienprediger. Reverend Simmons ist sein Name. Er leitet eine kleine Missionsstation am äußersten Rande der Stadt. Ihr Vater hielt sich viel dort auf. Durch Simmons hörten wir zuerst vom Tode Ihres Vaters. Hat jemand den Vorgang gesehen? Das nicht. Aber aus verschiedenen Städten bekamen wir Berichte. Die waren sehr anschaulich. Wir konnten uns ein deutliches Bild davon machen. Anscheinend hat James Allen, ein jugendlicher Raufbold und Werkzeugjudens, ein Gespräch zwischen ihrem Vater und Reverend Simmons belauscht. Die beiden wollten Newton in eine Falle locken. Sehr dankbar, Reverend Simmons. Jetzt weiß ich endlich, wo die Bande steckt. Ich werde Newton zu Fall bringen. Kurz danach sah man Allen auf die mexikanische Grenze zureiten. Newtons Versteck war nicht einmal allen Mitgliedern der Bande bekannt. Aber er wurde durch Reiterstaffetten über jede Kleinigkeit informiert. In der folgenden Nacht kehrte Newton allein mit Allen zurück. Ist es.
Newton ist ebenso gewitzt wie verschlagen. Ein Bursche, der mit allen Hunden gehetzt ist. Soweit wir wissen, ist er seit der Nacht, in der er ihren Vater ermordete, nicht mehr nach Texas zurückgekehrt. Damit kann ich nicht viel anfangen. Machen Sie keine Dummheiten, Mitch. Sie sind nur als Jurist mit dem Fall betraut. Marshall Evans, der beste Freund Ihres Vaters, hat Ihre Versetzung hierher durchgesetzt. Ihm haben Sie zu gehorchen. Das wird sich zeigen. Was soll das, Mitch? Ihr Vater wäre bestimmt nicht mit Ihrer Haltung einverstanden. Ich begreife, dass Sie aufgebracht sind, aber... Aha. Jawohl, das bin ich. Und ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Marshall Evans wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Das halte ich für überflüssig. Übrigens, das Ding brauche ich nicht. Verdammt heißes Pflaster hier, da müssen Sie vorsichtig sein. Ein falscher Blick und schon sind Sie im Eimer. Ich bin nicht von gestern. Lassen Sie das meine Sorge sein. Was bin ich Ihnen schuldig? Alles in allem $10, einschließlich Ihrer Rückreise nach Edinburgh. Sie glauben wohl, dass ich am Mittwoch noch nicht mit Ihnen zurückkomme? Das kann man nicht wissen, bis Mittwoch ist noch lang. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung noch. Dann ist keiner dem anderen was schuldig. Wir treffen uns am Mittwoch. Okay. Was darf sein? Whisky. Was tut sich hier? Hahnenkampf. Wer hält noch mit? 20 und doppelt Whisky. Also mit dir, Mike. Nochmal 20. Bitte steht. Ich möchte Ihren Boss sprechen. Ich bin Jim Daly. Was kann ich für Sie tun? Wir sagen, wo Ihr Boss steckt. Habe ich recht gehört? Sie wollten zu Ed Newton? Allerdings. Er ist geschäftlich verreist. Und wann kommt er zurück? In ein oder zwei Tagen vielleicht. Warum? Das mache ich mit ihm selbst ab. Stecken Sie das Schießeisen getrost wieder weg. Soll ich dem Boss was bestellen? Bemühen Sie sich nicht. Auch das sage ich ihm selbst.
Kinder gehören um diese Zeit ins Bett. Ach, Verzeihung. Kommt her. Setzt euch zu mir, Kinder. Sie wünschen? Bitte? Sind Sie Reverend Simmons? So nennt man mich zwar, aber ich bin kein geweihter Priester. Und das sind meine Kinder. Meine adoptierten Kinder natürlich. Angelita, Rosita, Pedro, Juan und Maria. Man sagte mir, dass ich eventuell bei Ihnen unterkommen könnte. Wenn Sie mit einem ausgebauten Stall vorlieb nehmen, den stelle ich gern zur Verfügung. Das reicht vollkommen. Dafür kann ich nichts beanspruchen. Kommen Sie bitte mit. Selbstverständlich, ja. Und wie wär's mit einer kleinen Beihilfe für Ihre Missionarsarbeit? Das steht Ihnen natürlich frei. Spenden sind mir jederzeit herzlich willkommen. Ich mache sofort Licht. Geben Sie Acht, dass Sie sich nicht stoßen. Sie haben sich allerhand aufgeheißt. Einer muss es ja. Die Indianer schätzen diese Mischlingskinder genauso wenig, wie die Weißen es tun. Diese Kinder hier sind also Halbindianer? Ja. Das ist für einen guten Zweck. Möge der Herr Sie dafür segnen. Ich weiß weder, wer Sie sind, noch wo Sie herkommen. Aber eins sollten Sie wissen. Sie sind an einem der schmutzigsten Orte der Welt gelandet. Hier wird es auch nicht schlimmer sein als in den übrigen Grenzstädten. Ein großer Irrtum. Hier herrscht ein Schreckensregiment. Eine Mörderbande hat die Gewalt an sich gerissen. Eine Horde Schmuggler, die Waffen und andere Konterbande über die Grenze schaffen. Ich habe davon gehört, aber ich glaubte, der Bericht sei übertrieben. Leider nein. Aber das ist noch nicht alles. Die Bande hat sogar einen Geheimagenten aus Washington umgebracht. Da, in dem Bett hat er geschlafen. Ich weiß heute noch nicht, wie er Dutton herausfand, dass es ein Secret Service Mann war. Ed Newton? Ja. Jetzt wissen Sie, was ich meine. Wer hier eine Waffe trägt, ist Selbstmordkandidat. Das ist Mike Williams, der neue Sheriff von Mission. Er ist erst seit anderthalb Wochen im Amt. Der dritte innerhalb zweier Monate. Rein in die gute Schule. Los. Gehen Sie nicht da rein, Sheriff. Man will Sie in eine Falle locken. Hören Sie auf damit! Lassen Sie Morten in Ruhe, Scheib. Der ist harmlos, der macht bloß Spaß. Sie halten sich aus der Sache raus. Sie spielen mit Ihrem Leben, Scheib. Ja, ich weiß. Letzte Warnung, verschwinden Sie. Ich denke nicht daran. Also? Na schön. Wenn Sie meine Worte nicht ernst nehmen wollen. Ich zähle bis drei, Sheriff. Was soll das bedeuten? Wollen Sie mir eine Kugel von hinten verpassen? Der wollte nicht hören. Kommt, Jungs. Wieder ein Mord. Den müsste man endlich mal das Handwerk legen. Das werdet ihr büßen und nicht zu knapp.
Warum sehen Sie mich an? Ich habe nicht auf ihn gezielt. Ich habe ihn sogar noch gewarnt. Das kann jeden von uns passieren. Den einen trifft es früher, den anderen später. Sei seiner armen Seele gnädig, o Herr, und nehme zu dir. Was hat er davon? Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ein Mensch ist vor euren Augen umgebracht worden. Wer hat ihn ermordet? Hat keiner den Mut zu bekennen, ich war's? Oder zu sagen, wer es war? Ach, hören Sie doch bloß auf mit Ihrem Salbadern. Wer war es? Hat keiner den Mut, es zu sagen? Also? Auf ihm's Maul! Wer war der Mörder? Lasst mich los! Lasst mich los! Was fällt euch ein? Du lässt dir mal was Besseres einfallen. Mord ist ein Verbrechen, aber für euch ist es ein besserer Witz. Etwas lauter. Da wollen alle was davon haben. Ich frage euch im Namen des Herrn, wer hat dieses Verbrechen begangen? Lem, mach mal ein bisschen Musikbegleitung. Da wirkt's gleich besser. Wer von euch ist der Täter? Halt's Maul. Ihr feiges, gewissenloses Volk. Ihr Taubstumm Mem, will denn keiner von euch seine Seele retten? Halt's Maul, hab ich gesagt. Das werdet ihr büßen. Am jüngsten Tag werdet ihr büßen. Lasst mich los. Lasst mich los. Lasst mich los. Das werdet ihr büßen. Es wird immer bunter hier. Nichts, bitte nichts mehr sagen. Dem haben Sie einen großen Gefallen getan, Mister. Das hätte schief gehen können. Tatsächlich? Ja, hat nicht viel dran gefehlt. Hört gefälligst auf mit der Musik. Haben Sie nicht verstanden? Ich habe euch was zu sagen. Schluss damit, Lem. Hier ist noch ein komischer Vogel, der uns eine Predigt halten will. Solange ich hier bin, wiederholt sich der Vorfall nicht noch einmal. Wer sagt das? Das hier. Was ist das für einer? Wo kommt denn der her? Keine Ahnung, aber angeben tut er wie eine Tüte Mücken. Ein Doppelten. Hm, der bleibt nur. Schon wieder ein Sheriff ermordet. Bürgermeister! Herr Bürgermeister! Stellen Sie sich vor, der Neue hat der Bande gesagt, wenn das nochmal passiert, bekommen Sie es mit ihm zu tun. Kaum zu glauben, dass er das war. Der hat es Ihnen gegeben. Wer weiß. Vielleicht ist das der neue Anfang. Jedenfalls ist er auf unserer Seite. So einen brauchen wir. Bravo. Junger Mann, wir sind sehr stolz auf Sie. Die Stadt ist Ihnen Dank schuldig. Niemand schuldet mir etwas. Haben Sie das aus Freundschaft für Reverend Simmons getan? Nein, nicht deswegen. Warum haben Sie sich auf ein so gefährliches Spiel eingelassen? Sagen wir, ich schätze es nicht, dass man Vertreter des Gesetzes kaltblütig ermordet. War der Sheriff ein Freund von Ihnen? Nein, er war mir völlig unbekannt. Wenn Sie in Mission unsere Belange vertreten wollen, brauchen Sie dringend das. Bitte nicht, auf keinen Fall. Ohne Amt fehlt Ihnen die Gewalt. Nicht unbedingt. Der Kerl hat doch bloß geblufft. Mach nicht so ein Gesicht, Mensch. Warum redest du denn noch von dem Kerl? Den sehen wir nicht wieder. Der haut ab aus Texas. Wer sind Sie, junger Mann, und woher kommen Sie? Muss ich das beantworten? Wissen Sie, es wäre auch zu Ihrem eigenen Vorteil. Falls Ihnen etwas passieren würde. Ich möchte nicht, dass Sie sich meinetwegen Sorgen machen. Knall mal das Magazin leer. Nee, ich habe einen Haarring gefunden. Geh rauf auf die Bühne, mach gefährlichst. Ja, wenn du willst. Alles auf die Plätze, Jungs. Passt auf die Tür auf. Okay. Es geht schon wieder los. Tja.
Oh, die Vorstellung ist für mich arrangiert. Da werde ich mal mitspielen. Bitte gehen Sie nicht. Man will Sie in eine Falle locken, wie den Sheriff. Nein! Der wird doch nicht kneifen. Ich habe denen gedroht. Meine Drohung muss ich wahr machen. Bleiben Sie hier. Ich möchte nicht, dass einer von Ihnen verletzt wird. Er kommt. In Ordnung. Hinter die Theke mit dir. Ist aufgepasst. Ich denke, der kommt nicht mehr zurück. Hast du die Hosen voll? Nein, noch nicht. Aber das gefällt mir nicht. Da bin ich. Keiner rührt sich von der Stelle. Herzlich willkommen. Wenn ich verspreche, dass ich komme, dann komme ich. Knarre hinwerfen. Wegen dem betrunkenen Cowboy machen Sie hier so einen Wirbel? Wo kommen Sie eigentlich her? Von dort, wo man mir gehorcht, sonst prasselt's blaue Bohnen. Was ist? Ja. Ich warne euch. Die Grünschnabel, wenn Sie wüssten, was hier in ein paar Minuten fällig ist, würden Sie Reis ausnehmen. Keine Bewegung, ich warne euch. Ich habe einen sehr nervösen Zeigefinger. War sehr unklug. Ich hätte jetzt das Recht, Sie fertig zu machen. Noch eine Bewegung und ich tue es auch. Die haben sich das selbst zuzuschreiben. Aber so eine Metzelei. Diese beiden Burschen haben den Sheriff erschossen. Was tun Sie da? Hier gibt's keinen Arzt, aber ich habe praktische Erfahrung. Lassen Sie gefälligst die Pfoten von mir. Wollen Sie vielleicht an Bleivergiftung sterben? Das ist meine Sorge. Was ist? Wollen Sie den Mann gegen seinen Willen operieren, Reverend? Man sollte sich überlegen, wem man Schnaps ins Gesicht schüttet. Er wird mit der gleichen Sorgfalt behandelt wie jeder andere Patient. Ich weiß das, Reverend. Er leider nicht. Er legt keinen Finger an mich. Na wunderbar. Ich komme morgen zu Ihrer Beerdigung, wenn es recht ist. Wie wäre es mit einer Totenfeier, Herr Wirt? Vielleicht ein Hahnenkampf, um die allgemeine Stimmung zu heben. Hallo. Es wird sehr wehtun. Beißen Sie lieber auf den Riemen. Weh, wenn es daneben geht. Angelita! 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 Ja? Wo ist er denn? Der Referent? Nein, den jungen Mann meine ich. Ist etwas passiert? Ihr Adoptivvater operiert Cherokee. Ich habe abgeraten, aber er hat es trotzdem getan. Und warum die Aufregung? Cherokee hat zwei Komplizen, die haben gedroht, ihn umzubringen, wenn es schief geht. Wenn euer Logiergast kommen sollte, sag ihm Bescheid, ich warte im Hotel auf ihn. Ja, aber er ist... Na, der Bürgermeister setzt ja allerhand Vertrauen in mich. Bitte beeilen Sie sich, die Kerle sind zu allem fähig. Ich werde mit der Zeit noch ein perfekter Scharfschütze. Ich dachte, das wären Sie. Nein, leider muss ich Sie enttäuschen. Was tun Sie denn sonst? Ich werde mal lieber nach dem Rechten sehen.
Geben Sie mir Verbandzeug. Hier. Gott sei Dank, dass Sie da sind. In Zimmer 10 auf dem ersten Stock. Beeilen Sie sich. Okay. In ein paar Tagen ist er wieder in Ordnung. Ja, eine Erfindung des Teufels. Ich bin sprachlos. Haben Sie sich beim Reverend bedankt, Cherokee? Habe ich darum gebeten. Von mir aus können Sie krepieren. Ist ja nur Mittel zum Zweck. Ja, Sie meinen vergeltet Böses mit... Daraus Ihnen. Macht er eine Sonntagspredigt. Sie sollen sich bei ihm bedanken. Denk nicht dran, basta. Sie kümmern sich nur um Dinge, die Sie nichts angehen. Danken Sie Gott, dass es so abgegangen ist. Wir beide haben noch ein Hühnchen zu rupfen. So stark, wie Sie angeben, sind Sie nur wieder nicht, mein Lieber. Angelita, Engelchen. Nein. Na komm doch, nein. Stell dich doch nicht so an. Ich beiße nicht. Gib mir doch mal einen Kuss. Ich will nicht. Der Beschützer von Mission verlangt einen hohen Preis von uns. Haben Sie in Ihrer Jugend so einen Versuch nie gemacht, Reverend? Die Wildwest-Methoden kennen Sie also schon. Der Mann, der am schnellsten blank zieht, hat gewonnen. Das darf man nicht verallgemeinern. Lassen Sie bitte Angelita in Ruhe. Damit einverstanden ist? Selbstverständlich. Auch wenn sie nicht damit einverstanden ist. Ich versuche mein Möglichstes, um eine anständige Frau aus ihr zu machen. Wenn es nach ihr ginge, würde sie Bartänzerin werden. Sie hat die Liebe eines mitfühlenden und verständnisvollen Menschen nötig. Und diese Eigenschaften trauen Sie mir nicht zu? Einem Abenteurer traue ich sie bestimmt nicht zu. Du solltest längst schlafen, es ist spät. Oh, Gott sei Dank, dass du da bist. Also ist die Operation geglückt? Ja, mein Kind. Gefällt dir der junge Mann? Er ist sehr nett. Angelita, du darfst dich nicht in einen Glücksritter verlieben. Du wirst mit keinem Mann zufrieden sein. Der ist nichts für dich. Ich möchte nur wissen, warum. Er ist ein Abenteurer, ein Revolverheld, zu allem fähig. Jeder Tag kann für ihn der letzte sein. Überall lauert eine feindliche Kugel. Deshalb nehmen Sie wahllos mit, was sich Ihnen bietet. Willst du so einen Mann haben? Nein. Dann darf er für dich nicht existieren. Gute Nacht, mein Kind. Gott schütze dich. Gehen Sie weg. Glaubst du wirklich an diese Sonntagspredigt? Ja, das tue ich. Er kann dich trotzdem nicht ändern. Für was halten Sie mich denn? Für ein Kind, das eine Frau sein möchte. Sie sind wirklich der...
Na, ihr? Bist du ein Erzengel? Natürlich nicht. Referent Simmons sagt, sie kommen mit einem Flammenschwert, um die Menschen zu beschützen. Damit bin ich nicht gemeint, Schätzchen. Wo kommst du denn eigentlich her? Wo ich herkomme, gibt's überhaupt keine Engel. Oh. Höchstens ein paar Teufel. Wo hast du das schöne Gewehr her? Von meinem Vater. Hat dir das dein Vater geschenkt? Nein, das nicht. Ich finde es so schön. Aber er konnte es nicht mehr gebrauchen. Schieß mal, Onkel. Man schießt niemals ohne Grund, Kinder. Das müsst ihr euch immer merken. Kinder, was macht ihr denn da? Kommt sofort rein. Oh, jetzt Leute. Schon. Ach, Onkel. Was erzählen Sie für Märchen? Habe ich gar nicht. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich kein Erzengel bin, sondern ein normaler Mensch. Wie du. Die anderen Sheriffs. Wie sind die eigentlich umgekommen? Sie wurden auf der Straße überfallen. Wahrscheinlich werden sie mich auf die gleiche Weise erledigen. Warum sollte Cherokee seine Methode ändern? Damit hat er Erfolg gehabt. Ein Mord ist dabei kaum nachweisbar. Wollen Sie sich in die Höhle des Löwen begeben? Warum nicht? Ich habe nur gewartet, bis die Andacht aus ist. Wollen Sie denn hingehen und sich von ihnen umbringen lassen? Oh. Das Kleine macht sich Sorgen. Angelita, komm bitte her. Weißt du, was jetzt passieren wird? Sie werden ihn abknallen wie einen Hund. Keine Bewegung. Wenn Sie sich umdrehen, böllert's. Werfen Sie die Pistole weg. Machen Sie fix. Wo ist der Hinterausgang? Dort drüben, Sir. Kein Muxer. Pistole weg. Schön langsam zum Baum rüber. Stehen bleiben. Pistole runter. Runter vom Baum. Los. Nebeneinander im Storchenschritt zu Jim Daly's Kneipe. Auf die Bühne mit euch!
Macht mal ein bisschen Musik, damit die Brüder euch was vortanzen können. Los! Ich habe befürchtet, Sie würden noch mehr Blut vergießen. Die geilen Vögel wollten mich umlegen, damit Sie Bescheid wissen. Los, höher! Halten Sie die Sache nicht zu weit. Raus aus der Stadt mit euch beiden. Wehe, wenn ihr wiederkommt. Na, hat sich doch gelohnt. Tut's immer noch so weh? Noch mindestens 4 Wochen lang. Was hast du denn gedacht? Du machst das wie eine Krankenschwester. Hast du das mal gelernt? Sie hatten ja Glück, das hätte übel ausgehen können. Ja, ich habe überhaupt Schwein. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, im Gegenteil. Wir sind Ihnen wiederum zu Dank verpflichtet, aber... Vertrauen tun Sie mir immer noch nicht. Allerdings. Wir wissen weder, wer Sie sind, noch wo Sie herkommen. Und darum bitte ich Sie zu gehen. Sie schicken mich weg, Reverend? Ich kann den Ruf meiner Mission nicht aufs Spiel setzen, indem ich einen Verbrecher beherberge. Das müssen Sie verstehen. Aha. Vorhin waren Sie froh, dass ich Ihren Kopf rettete und die wüsten Burschen aus der Stadt expedierte. Wer sein Inkognito nicht lüften will, hat etwas zu verbergen. Das ist meine Ansicht. Danke, Reverend. Warum zwingst du ihn fortzugehen, Vater? Es ist zu deinem Besten. Immer ist alles zu meinem Besten. Er hat dir geholfen. Gott wird ihn dafür belohnen. Wenn er jetzt weggeht, sehen wir ihn nie wieder. Das hoffe ich. Ich habe kein gutes Gefühl, was ihn anbetrifft. Der Mann führt was im Schilde. Er verfolgt einen üblen Zweck. Was denn so, mein Kleines? Du bekommst ganz geschwollene Augen. Sie durften gar nicht hier sein. Bitte gehen Sie. Meinst du das im Ernst? Soll ich wirklich gehen? Ja, gestern Nacht, da haben wir uns geküsst. Da habe ich mich vergessen. Sei nicht böse, bitte. Verzeih mir. Gestern Abend war es noch Spielerei. Aber heute Morgen, vor dem Überfall, da habe ich plötzlich gemerkt, dass du dir Sorgen um mich machst, Angelita. Das tue ich auch. Kind. Ich will nicht, dass sich jemand um mich sorgt, weder du noch ein anderer. Das verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich bald nicht mehr da. Das weiß man nicht so genau. Und das darf dir nichts ausmachen. Aber es macht mir etwas aus und ich kenne nicht mal deinen Namen. Na schön, aber du musst mir versprechen, ihn nicht weiterzusagen. Ich verspreche es. Mitchell. Ist das dein Vorname oder dein Familienname? Mein Vorname. Aber jeder nennt mich Mitch. Mitch. Wo bist du geboren, Mitch? Und woher kannst du so gut schießen? Und du fragst viel zu viel, mein Püppchen. Viel zu viel. Oh. Nanu, was soll denn das? Nicht böse.
es sein, Mitch. Wir sagen es niemandem. Nein, niemandem. Ihr habt also gehorcht. Möchtest du lieber ein Indianer oder ein Cowboy sein? Dem ist es egal, ob ein Indianer oder ein Cowboy ist. Tja, kommt her. Ich will euch was sagen. Als ich so groß war wie du, hatte ich ein herrliches Leben. Mein Vater war für mich der beste Vater der Welt. Er brachte mir das Schwimmen, das Fischen und das Jagen bei. Und das Schießen. Und bald konnte ich besser schießen als alle anderen. Aber ich sollte kein Revolverheld werden. Deshalb verlangte er von mir, dass ich zur Schule ginge, um zu erfahren, was Gesetz und Ordnung bedeutet. Aber ich habe ihn so geliebt, dass ich, obwohl ich viel lieber ein Cowboy geworden wäre, fleißig in die Schule ging und lernte. Du musstest wirklich zur Schule? Und ob? Viele Jahre lang. Aber schlau bist du doch nicht geworden. Du hältst mich also für dumm, was? Ja, ja. Er meint nur, weil du so gut schießen kannst. Ja, das habe ich nicht verlernt. Lass mich auch mal schießen. Raus mit euch. Los, los. Geht jetzt. Nein, ihr müsst gehorchen. Seid brav. Sag mir ehrlich, warum bist du hergekommen? Das darf ich dir leider nicht sagen. Also stimmt es doch. Du hast etwas vor. Etwas Furchtbares. Das habe ich mit mir auszumachen. Ach so. Du bist enttäuscht von mir? Ja. Du glaubtest, ich bin etwas Besonderes. Ja. Das habe ich wirklich geglaubt, Mitch. Da liegst du verkehrt. Verzeihung, ich wollte die Sachen längst draus tun, aber ich bin nicht dazu gekommen. Hier, vergessen Sie das nicht. Das hat der frühere Sheriff für ein Mädchen gekauft, aber er konnte es nicht mehr abgeben. Haben die drei anderen Sheriffs auch hier gewohnt? Solange sie im Amt waren? Hm. Es scheint, dass Sie Besuch bekommen. Dann müssen Sie das Zimmer eben mit Marshal Evans teilen. Marshal Evans. Ah, Bürgermeister Jones. Wir haben Sie nicht zu früh zurückerwartet. Ja, Sie wissen ja, warum ich komme. Ist ja allerhand zu erledigen. Aber nachdem der neue Zwei von Newtons Bande umgelegt hat, haben wir plötzlich Ruhe in der Stadt wie noch nie. Wer ist der Bursche? Da kommt er gerade. Hallo, Steve. Hab schon gehört, dass du da bist. Auf Wiedersehen, Johnson. Auf Wiedersehen, Marschall Evans. Komm rein. Du hast dich nicht verändert, Mitch. So ein alter Gipskopf wie du kann sich gar nicht mehr verändern. Also du bist der neue starke Mann in der Stadt, hm? Ich habe keine Geheimnisse vor dir, Steve. Du weißt, warum ich hier bin. Ich weiß alles, Mitch. Und du bist nicht damit einverstanden? Nein, ich bin nicht damit einverstanden. Weder beruflich noch persönlich. Du kommst mit dem Gesetz in Konflikt. Mit welchem Gesetz? Du bist genau darüber informiert, wie der Tod deines Vaters gerecht wird. Ich erledige die Angelegenheit auf meine Art. Ich bin kein Staatsbeamter und ich bin niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig. Da bist du im Irrtum.
Mir gegenüber. Dir, Steve? Ja. Du hast bereits zwei Männer erschossen, nicht wahr? Aber in Notwehr. Jetzt lauerst du auf den dritten. Und wenn du den abknallst, werde ich dich ausliefern. Was hast du vor, Steve? Willst du das wild galoppierende Fohlen vor sich selber retten? Wohl ein väterlicher Versuch. Ich weiß, was ich will, und davon bringt mich keiner ab. Newton zieht blank, sobald er mich sieht, und dann willst du mich unter Mordanklage stellen? Außerdem wären die Schöffen alle für mich. Nicht, wenn ich ihnen erzählen würde, dass ich dich vorher gewarnt habe. Dann wäre es vorsätzlicher Mord, mein Junge. Du bist sehr hart geworden hier draußen bei uns im Westen, Steve. Und merkt er, dass ich zu meinen Worten stehe? Newton ist aus seinem Versteck rausgekrochen und bringt zwei seiner schlimmsten Raufbolde mit. Die wird er auch brauchen. Und weder du noch sie bringen mich von meinem Vorhaben ab. Komm endlich zur Vernunft, Mitch. Es hat keinen Zweck, lass mich, Steve. Du bringst dich um Kopf und Kragen, Junge. Mitch! Im Namen deines Vaters, des besten Freundes, den ich im Leben hatte, sage ich mich los von dir. Du bist nicht sein Sohn. Du bist ein wilder Raufbold, der den Tod seines Vaters zum Anlass nimmt, um zu morden. Ein Mensch, der die Überheblichkeit besitzt, selbst Richter zu spielen. Ich sagte, Finger weg von mir. Mitch. Da ist er. Hoffentlich hält er durch. Was darf sein? Eine Flasche Whisky, aber sofort. Jawohl. Ich war der Letzte, mit dem Mr. Baker gesprochen hat, vor seinem Tode. Ich wusste nicht, dass Mitch sein Sohn ist. Ich kenne Mitch Baker seit seiner Geburt. Mr. Baker war ein mutiger Mann. Mitch ist aus demselben Holz geschnitzt wie sein Vater. Wir sind so dickköpfig. Wir haben den Letzten der Bande eingekreist, die Schmuggler mit Waffen versorgt haben. Ohne die Vorarbeit von Mitchs Vater wäre das nie möglich gewesen. Also ist Newton erledigt. Ich fürchte nur, dass das Mitch nicht gelingt. Früher war es viel gemütlicher bei uns in Mission. Wieso, warum denn? Na, heute bullern die Kerle bei jeder Gelegenheit los. Aber die Kerle müssen richtig treffen können. Darauf kommt's an. Ja, da muss man aber verdammt nüchtern sein, sonst hat der andere sein Magazin verschossen, ehe man reagiert. Ach so, Sie sprechen von Spitzen. Machen Sie keine Sachen. Ich weiß, dass Sie schießen können. Wer ist da? Ich bin's, Ellen. Augenblick. Komm rein. Cherokee, wenn du willst, werde ich ihn abknallen. Von wem redest du? Von diesem Greenhorn, Mitch Baker. Baker? Wer ist denn das? Der Kerl, dem du die Kugel verdankst. Woher kennst du seinen Namen? Ich habe rumgehorcht. Den von seinem Vater, den habe ich doch auch erfahren. Ich krieg alles raus. Wo ist er? Drüben in der Kneipe, er ist stockbetrunken. Selbst dann schießt er besser als du nüchtern. Bitte lass mich es versuchen. Nein. Warum denn nicht? Newton will ihn selber erledigen. Ob Mitch weiß, wer seinen Vater abgeknallt hat. Du quasselst zu viel. Du, Cherokee. Vielleicht hat Mitch es auf mich abgesehen. Schließlich habe ich seinen Vater verraten. Du hast bare Dollars gekriegt und jetzt raus mit dir. Na nun, ist Ihnen eine Laus über die Leber gelaufen. Hm.
Dieser Kerl hat mich beinahe erledigt. Wo ist denn dein Schießprügel? Den habe ich vor Schreck fallen lassen. Schön sieht der Nachwuchs aus. Hört mal, wisst ihr, warum Mitch Baker hier ist? Der will Newton umlegen. Frag Cherokee, er hat's mir selber gesagt. Warum lacht ihr über mich? Hört auf zu lachen, das verbiete ich mir. Hey, wach auf. Ich bin wach. Na, komm her. Bitte, nicht so laut. Ich hab dir was zu sagen. Psst, die ganze Missionsstation ist doch gleich auf den Beinen. Wenn ich mit dir sprechen will, dann kann mir die ganze Missionsstation gestohlen werden, verstehst du? Du hast zu viel getrunken. Mädchen hinter Gittern. Ich weiß jetzt Bescheid über dich, Mitch. Es tut mir leid, die Sache mit deinem Vater. Was hat dir da der Steve von mir erzählt? Weißt du was? Geh jetzt schlafen. Wir sprechen morgen darüber. Steve hat mir den Kopf gewaschen. Halb so schlimm, Mitch. Es kommt alles wieder in Ordnung. Das wird's. So darfst du das nicht sagen. Halb Kind und schon ganz Frau. Gute Nacht. Gute Nacht. Angelita, kann ich dich sprechen? Ja. Hast du alles gehört? Ja, mein Kind. Er ist so verzweifelt. Und so allein. Ich weiß. Er braucht Hilfe. Ich werde morgen sehen, was ich tun kann. Wenn du ihn nicht zur Vernunft bringst, geht es schlimm aus. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um Mitch zu helfen. Um deinet und um seinetwegen. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht. Sag nichts davon, dass ich auf Mitch schießen wollte. Quatsch nicht, Sophie. Halt die Ohren auf und die Schnauze. Mir sehr leid, Mr. Evans. Ich hatte ganz vergessen, dass ich im Schlaf genossen habe. Lass sie an. So für den Willen Westens, das hier allerhand. Das ist ein ganz nettes Hotelzimmer. Ich habe in diesem Zimmer oft geschlafen. Du hast wohl alle drei Sheriffs gekannt, die hier ermordet wurden. Ja, es waren feine Kerle. Ich habe sie gern gehabt. Sie waren genauso mutig und ehrenhaft wie dein Vater. Hast du gewusst, dass er mir einmal das Leben gerettet hat? Nein. Wir waren damals sehr viel zusammen. Worauf willst du wieder hinaus, Steve? Vater wäre begeistert, dass du dich seinetwegen ruinierst. Den Quatsch hast du schon mal gesagt. Er wird durch die Wiederholung auch nicht besser.
weißt, welche Hoffnungen dein Vater auf dich gesetzt hat. Natürlich. Aber das ist längst außen vorbei. Und jetzt lass mich schlafen. Du kannst die Wahrheit nicht vertragen. Ich will nicht mehr darüber reden. Du hast dich mit Whisky betäuben wollen, aber es war umsonst. Du wolltest dein Gewissen ersäufen. Gib's ruhig zu. Denn im Grunde bist du genauso anständig wie dein Vater. Seit man deinen Vater ermordet hat, bist du nicht mehr wiederzuerkennen. Du begibst dich unnötig in Gefahr. Überlass mir die Sache. Lass mich nur auf meine Weise Gerechtigkeit üben. Deine Methode bringt nur Unheil. Muss es denn nur nach deinem Kopf gehen? Ich habe mir was geschworen. Das führe ich aus. Und wenn ich krepiere, gute Nacht. Marschall Evans. Hm? Cherokee ist weggeritten. Wahrscheinlich, um Newton zu informieren. Das war zu erwarten. Dann kommt er bald mit seinen Spießgesellen zurück und der wilde Tanz kann beginnen. Das wird viel Blut kosten. Ist Mitch Baker im Lokal? Ja, er spielt Poker. Ich habe es ihm selbst geraten, zur Ablenkung. Er hatte meine Gardinenpredigten satt. Ich muss ihn unbedingt sprechen. Geben Sie sich bloß nicht zu großen Hoffnungen hin. Ich versuche es. Na dann, viel Glück. Mitch, ich muss dich sprechen. Mitch? Wie komme ich zu der übergroßen Ehre, Reverend? Wir sind doch Freunde. Kommen Sie, Reverend, wir brauchen noch einen Mitspieler. Seien Sie kein Spielverderber. Kann ich Sie allein sprechen? Nein. Nur ganz kurz. Kommen Sie, Reverend, setzen Sie sich. Die Jungs haben nichts dagegen. Einsatz für den Reverend. Na los doch, Pfarrer, setzen Sie sich nur, Mut. Hey, Whisky. Danke, ich spiele keine Karten. Los. Nein, nein, auf keinen Fall. Ich mache das Spiel für Sie, Reverend. Sie halten bloß die Karten. Okay? Alles vorbereitet, Boss. Man wartet den Mission auf dich. Ich wache mit $10 auf. Ich halte mit. Ich auch. Und auch für den Reverend. Ich auch mit. Wie viele Karten? Gib mir zwei. Zwei. Und der Reverend? Und der Reverend? Kauf drei. Spurt? Eine. Eine. Und du? Ich kaufe drei. Ah, und ich nehme auch drei. Eins, zwei, drei. Ich bringe $20. Ich spiele mit. Ich auch. Und der Reverend auch und erhöht um 20. Ich passe. Ich auch. Ich passe nicht. Das will ich wissen. Zwei Paare. Straße. Straße? 4, 5, 6, 7, 9. Und die 8? Halt, Moment. Und was hat der Reverend? Drei Asse. Mir langt's für heute. Versteht nichts davon und kassiert. Tja,
Tja, der ganze Pott gehört Ihnen, Reverend. So ein Dusel. Geben Sie einen Whisky her. Die Flasche ist aber noch nicht bezahlt, Mister. Mitch, ich muss Sie unbedingt sprechen. So kann es nicht weitergehen. Sie machen nur sich und andere, die Ihnen nahestehen, unglücklich damit. Wir wissen nun, wer Sie sind. Sie sind jetzt einer von uns. Wenn es Sie erwischt, und daran zweifelt niemand, haben Sie nur den guten Namen Ihres Vaters in den Schmutz gezogen. Ist es das wirklich wert, Mitch? Rache ist bloß eine Angelegenheit für schwächliche Charaktere. Außerdem hat sie noch nie zu etwas Gutem geführt. Mitch, sagen Sie mir, was soll ich Angelita bestellen? Geld gehört dem Reverend. Mr. Baker hat für ihn gepokert. Der Reverend wollte das Geld nicht nehmen, aber es gehört ihm. Er stand nicht vom Pokertisch auf, bis er alles verloren hatte. Und ich habe gewartet, weil ich ihn sprechen wollte. Konntest du ihn umstimmen? Bedauerlicherweise nicht. Er lässt es sich nicht ausreden. Er will mit Juden abrechnen. Wo ist er jetzt hingegangen? Zurück ins Hotel? Das nehme ich an. Verdammt. Dann sitzt er in der Falle. Genau wie die anderen. So sinnlos zu sterben. Nur weil er glaubt, das ist er seinem Vater schuldig. Es wäre ganz gut, wenn der Saustallbars aufhören würde. So geht's nicht weiter. Uns fehlt der eiserne Besen. Es liegt was in der Luft. Cherokee ist wieder unterwegs. Na, komm mal. Was will denn die Kleine vom Reverend im Hotel? Das hat doch was zu bedeuten. Doch, ein ungewöhnlicher Besuch. Wenn du Mr. Mitch Baker suchst, der ist im ersten Stock auf Zimmer 9. Warum kommst du her, Angelita? Ist was passiert? Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Mitch, ich liebe dich. Ich hab dich ja so lieb. Angelita, jetzt bin ich dir ernsthaft böse. Ich will nicht, dass du dir meinetwegen Sorgen machst. Die kannst du mir nicht wegnehmen, Mitch. Wer hat dich zu mir geschickt? Niemand. Der Reverend wahrscheinlich. Nein. Sag mal. Weißt du, dass es ein schlechtes Licht auf dich wirft, wenn du zu einem Mann aufs Hotelzimmer kommst? Das ist mir gleich. Warum überlässt du Newton nicht Marshall Evans? Ich werde dich heiraten müssen, Angelita. Die einzige Möglichkeit, deinen Ruf zu retten. Es gibt keinen anderen Ausweg. Wenn du tot bist, kannst du überhaupt niemanden mehr heiraten. Tu mir den Gefallen und geh zur Mission zurück. Nein. Nur wenn du mir versprichst... Ich verspreche dir gar nichts, Angelita. Du könntest die Stadt verlassen. Niemand würde es merken. Weglaufen? Hast du Angst vor dem Urteil der Menschen? Ich laufe vor dem Mann nicht weg, der meinen Vater ermordet hat. Mitch, ich habe gebetet, dass es mir gelingen würde, dich umzustimmen. Glaub mir, Kind. Dir wäre es gelungen, wenn es überhaupt möglich wäre.
Ach, Mitch, bitte sei vernünftig. Bitte gib doch nach. So, Jungs, Feierabend. Ich mach die Bude zu. Los, mach, dass ihr nach Hause kommt. Es hat keinen Zweck, dass jemand unnötig was abkriegt. Bald wird sich hier noch was abspielen. Ich hab's im Gefühl. Los, raus, gute Nacht. Ach, komm doch. Was sie zu besprechen hatten. Kommt. Die Newton-Bande ist da! Wer kommt, Angelita? Die Newton-Bande! Herr Newton, Sie sind verhaftet. Ach nee. Warum denn? Mord. Oh, eine verdammt schwere Anklage, hä? Daran hätten Sie denken sollen, ehe Sie Frank Baker hinterlistig umgelegt haben. Sie können mir nichts beweisen. Da sind Sie im Irrtum. Mit Bluff fangen Sie mich nicht. Danke, er lebt noch. Vorsicht. Steve. Mitch. Jetzt bist du Marshall. Der Herr möge seiner Seele gnädig sein. Los, pack mit an. Ja, bringen wir sie weg. Jetzt geht der Höllentanz los. Newton, ich gebe Ihnen 10 Sekunden Zeit. Kommen Sie raus mit erhobenen Händen oder ich werde zu Ihnen reinkommen. 1. 2.
Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Seid ihr dumm, Sie wollten doch reinkommen. Hier bin ich. Nicht rühren. Außer Sie sind lebensmüde. Die Schießeisen weg. Schießeisen weg, habe ich gesagt. Lass zurück, Angelita. Drehen Sie sich um, Newton. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Was soll das Blechding eigentlich? Ein Freibrief zum Töten? Sehr stolz darauf. Was? Wenn Sie sich der Verhaftung wegen Mord entziehen, ja.